Bevor wir mit dem Review zu Luc Bessons Lucy überhaupt beginnen können, müssen wir vielleicht einmal den klitzekleinen, riesengroßen Elefanten im Raum adressieren. Die finde ich nicht ganz so vernachlässigende Tatsache, dass der komplette Plot des Films die gesamte Prämisse ausgemachter hanebüchener Schwachsinn ist. Die kleine Tatsache, dass einfach die Idee, dass wir Menschen nur 10% von unserer geistigen Leistungsfähigkeit tatsächlich nützen, stimmt nicht. Nicht einmal im Ansatz. Aber wie selbst Luc Besson schon gesagt hat, es ist eine interessante Idee für einen Science-Fiction-Film. Okay, Luc, ich nehme es und ich erhöhe um 200. Was passiert, wenn wir Menschen maximal 10% unserer geistigen Leistungsfähigkeit wirklich nützen? Yes! Ich bin so glücklich, dass Maren Gilzer beim Dschungelcamp 2015 gewonnen hat. Es ist mir so wichtig, da haben sich diese 50 Euro Telefonrechnung auf jeden Fall ausgezahlt. Oder hast du gehört, der Yellow Bastard aus Sin City rappt darüber, welche Leute er rasieren will? Ist das geil? Er ist Gollums Halbbruder. Und was heißt Sin City für Arme? Oder das ist Ur-Inlektu-Inlektu-Dula-La. Ich mach dich Schilett. Also, krank sein kann einfach gar nichts. Und ich weiß nicht, was ihr macht, wenn ihr krank seid. Ich bin den ganzen Tag auf der Couch gelegen, habe mir einen Film nach dem anderen angeschaut und mehr oder weniger alle 2 Stunden irgendwie in Richtung der DVD von Route City geblickt und mir gedacht, nein, nein, also ich bin schon krank genug, das muss nicht noch schlimmer werden. Ich will gute Filme sehen. Ich will Filme sehen, die das, könnte man sagen, erhitzte Blut irgendwie wieder in geordnete Bahnen bringt. Dass es schafft, meine Stimmung ein kleines bisschen zu heben und bin dabei auf etwas ganz Wichtiges draufgekommen. Lucy ist dafür kein geeigneter Kandidat. Und das musste ich leider auf eine relativ schmerzhafte Art und Weise erfahren. Aber wenn ihr jetzt schon so nett da seid, dann können wir das Ganze ja gemeinsam aufarbeiten. Weil ganz ehrlich, das war eine traumatische Erfahrung, die ich gerne mit euch teilen möchte. Ich begrüße euch an der Stelle ganz herzlich zum 4. Review von Zocki Platz der Kragen. Endlich wieder mal zu einem würdigen Titel, vor allem auch zum 1. Mal zu einem wirklich aktuellen Titel, und ich glaube, man sieht es schon bei dieser klitzekleinen, noch wirklich harmlosen Anmoderation, wie mir langsam wieder das Blut in den Adern kocht, alleine nur aufgrund der Tatsache, dass ich die letzten 1 Minute und 50 Sekunden damit verbracht habe, über Luc Bessons Geniestreich Lucy nachzudenken, aber ganz ehrlich, man kann auch eine Hundepyramide gold anmalen. Anyways, wir starten in den Film genauso hinein, wie der Film uns in sich hineinstarten lässt. Das
hätte ich womöglich weniger doppeldeutig formulieren können, und zwar mit der Anmoderation von Scarlett Johansson, die uns erzählt, vor 1 Milliarde Jahren, stopp, klitzekleine Kleinigkeit, uns wurde das Leben also vor 1 Milliarde Jahren geschenkt, oder vor 4,4 Milliarden Jahren, wenn man einer wissenschaftlichen Studie aus dem Jahr 2009 Glauben schenken kann. Aber bei einem Film, der so wie Lucy 10 Jahre... der Punkt wird dem Film noch so in den Hintern beißen. 10 Jahre in der Produktion verbracht hat, kann man natürlich berücksichtigen, dass eine Studie aus dem Jahr 2009 bei einem Film aus 2014 vielleicht noch nicht so ganz in die eigene Auffassung von aktuell eingegangen ist. Anyways, ich denke, wenn wir uns weiterhin an solchen Kleinigkeiten aufhalten, dann sitzen wir morgen noch da. Also Scarlett Johansson erzählt uns, vor 1 Milliarde Jahren wurde uns das Leben geschenkt. Was haben wir daraus gemacht? Also ganz ehrlich, wenn ich mir Lucy so anschaue, definitiv nichts Gescheites. Der Film beginnt dann mit Lucy. Die beiden Charaktere sind so unterschiedlich, ich kann mir gar nicht vorstellen, wie ich die beiden jetzt verwechseln konnte. Das einzige mächtige Badabum, das wir auf jeden Fall in Lucy erleben werden, das haben unsere Synapsen. Lucy trifft dann in der nächsten oder ersten Szene des Films quasi auf ihren Freund Richard, der seinem Namen und dem Ausspruch Being a Dick definitiv alle Ehren macht. Er will sie nämlich überreden, für sich einen Koffer zu übergeben. Übrigens, kleiner Tipp, wenn du Samuel L. Jackson irgendwo in der Nähe von diesem Koffer siehst, dann renn, Lola, renn! Verzeihung, Lucy, renn, Lucy, renn. Der Koffer wäre dann definitiv in dem Fall zumindest die einzige Leuchte an dem ganzen Film. Übrigens, was ich bei Lucy ganz besonders spannend finde, ist, nicht einmal die Wikipedia hat es geschafft, die erste Minute des Films zu überstehen. Die Datenbank, die Enzyklopädie, wo quasi über jedes Thema der Menschheit fast Artikel zu finden sind, hat es offensichtlich nicht einmal geschafft, die eigene Aufmerksamkeit bei dem Film Lucy zu behalten, weil in der deutschen Inhaltsangabe auf der Wikipedia-Seite zu Lucy steht, beziehungsweise sollte ich jetzt wahrscheinlich sagen, Stand, weil es könnte durchaus möglich sein, dass irgendjemand auf die Idee kommt, das auszubessern. Aber dort steht, dass Richard Lucy dazu überredet hat, diesen Koffer für ihn zu übergeben. Warte mal ganz kurz, überreden, nötigen, die Hand einfach anketten, das ist sicher genau dasselbe. Warte, ich überrede, glaube ich, auch kurz einmal jemanden zu etwas. Auf jeden Fall, weil offensichtlich während Richard Lucy von der ganzen Geschichte erzählt, diese ganze It's a Trap-Atmosphäre nicht eindeutig genug ist, zeigt Luc Besson, und ich würde an der Stelle gerne wirklich lügen, aber nein, es wird von der Dialogszene zwischen Richard und Lucy einfach umgeschnitten auf eine Maus vor einer Mausefalle. Ganz ehrlich, ist das wirklich ein Film, in dem es darum geht, dass wir 10% unseres Gehirns verwenden, der gemacht wurde für Leute, die maximal 10% von diesen 10% verwenden können? Ich meine, ganz ehrlich, Luc Besson, warum hast du nicht einfach kurzrum geschnitten zu Admiral Ackbar? Der hätte das Ganze vielleicht noch eindeutiger machen können. Und wenn du schon eine Einstellung von Jerry zeigen würdest, dann könnte man zumindest Udo Jürgens vielen Dank für die Blumen noch ansatzweise postmortem einfügen, das wäre... Nein, ganz ehrlich, das würde, glaube ich, sein Lebenswerk zerstören, mit diesem Film in Verbindung gebracht werden zu können. Vielen, vielen Dank. Auf jeden Fall, wenn das alle so machen, stellen wir uns das einmal wunderbar vor. Wir sehen eine Dialogszene in Lucy, wo es darum geht, dass jemand kurz vor einer Falle steht. Schnitt! Oh, eine Maus steht kurz vor einer Falle. Wie clever! Wie clever und wie schwer es mir der Film macht, Bemerkungen über 10% Gehirnnutzung zu machen. Da müsste ich doch an der Stelle, ehrlich gesagt, wenn ich ein Review zu Lucy mache, alle 2 Minuten auf irgendeinen Hundehaufen schneiden, oder? Aber Lucy geht auf jeden Fall zu dieser Übergabe, wo Richard gemeint hat, nein, also, ich kann das nicht, ich habe so große Angst davor.
vor. Und deswegen bleibt er auch genau vor diesem Hotel, vor einer riesigen Glaswand, wo man ihn sehr gut sehen kann, genau so stehen. Ja, wie ein kleines Kind am Flughafen. Gerade, dass er nicht nur die Glaswand mit allen 10 Fingern antappt. Nein, das Einzige, was mir noch fehlt, ist, dass er die Glaswand irgendwie mit seiner Zunge noch eine Mischung aus reinigt und besabbert. Ich weiß es nicht, aber natürlich könnte man jetzt auch meinen, der Darwin Award dieses Jahr würde gerechtfertigterweise an Richard gehen, weil natürlich auch die Tatsache, dass man vor diesem Übergabeort ganz gut sichtbar sich so an die Glasscheibe stellt, macht natürlich eine öffentliche Hinrichtung relativ einfach. Könnten wir an der Stelle vielleicht irgendwie wieder so einen Button oder Zähler einfügen, was immer passiert, wenn Leute nur 10% ihres tatsächlichen IQ-Vermögens einsetzen, sowohl natürlich bezogen auf Charaktere im Film als auch auf Drehbuch. Oh! Blöderweise ist mein Special Effects Budget etwas gering, aber sonst hättet ihr sehen können, dass in der Sekunde, wo ich diesen Counter hier unten eingefügt habe, er auch schon explodiert ist. Das ist natürlich etwas schade. Egal, Lucy landet dann vor dem koreanischen Gangsterboss Mr. Chow. Mr. Chang, der übrigens in Taiwan ist und dort Koreanisch spricht, so wie offensichtlich, glaube ich, alle Taiwanesen, aber das ist, ich glaube, spätestens jetzt hätte es ihn zerrissen. Es gibt allerdings eine relativ coole Szene, muss ich an der Stelle zugeben, in der Lucy diesen Koffer öffnen soll und alle Leute von Mr. Chang verstecken sich hinter einem Schutzschild, weil sie irgendwie offensichtlich befürchten, dass Franz Fuchs diesen Koffer gefüllt hat. Aber ganz ehrlich, ich hätte es gar nicht schlimm gefunden, wenn der Film plötzlich mit einer kleinen Sprengung beendet wird, weil zumindest hätte das die Zeit verkürzt, die ich mit dem Film verbringen würde. In dem Koffer allerdings befinden sich keine Sprengstoffe, sondern Heisenbergs neueste Errungenschaft in der Form von CPH4. CPH4, also sagen wir, es ist eine Verbindung, jetzt kommt ein kleines bisschen der Chemiker in mir durch, muss ich zugeben, aber eine Verbindung aus Kohlenstoff, Phosphor und Wasserstoff. Heißt, wenn ich mir jetzt versuche, dieses Molekül vorzustellen, also ein Teil Kohlenstoff, ein Teil Phosphor, 4 Teile Wasserstoff, Kohlenstoff mit 4 Außenelektronen, Wasserstoff mit einem, Phosphor mit 5. Warte, das muss ich mir notieren. Irgendwie. Ich hab's gegoogelt und komischerweise dasselbe Bild von dem Hundehaufen gefunden, zu dem ich vorher schneiden wollte. Lassen wir das. Offensichtlich hat der Film von Chemie und Elektronen und Molekülen ähnlich viel Ahnung wie von Forschungen vor 5 Jahren, die vor 10 Jahren, 5 Jahre in der Zukunft waren. Lassen wir das. Ich meine, ganz ehrlich, habe ich jetzt gerade tatsächlich versucht, eine chemische Formel zu analysieren in einem Film, wo Lucy dann nachher vor diesem Koffer steht, vor diesen blauen Kristallen, die wirklich tatsächlich aussehen wie das, was Walter White in Breaking Bad produziert, und das Teil anschaut und sagt, das ist blaues Pulver. Nope. Und ganz ehrlich, das ist eine Form von Drehbuchfehler, wo ich mir denke, wie? Und ich weiß nicht, wie es euch geht, aber das ist bei mir grundsätzlich eine Frage, die ich mir bei vielen Filmfehlern ganz oft stellen kann. Wie? Ich meine, ganz ehrlich, wir sehen einen Film wie Troja. Ja, es fliegt vielleicht einmal ein Flugzeug über den Himmel. Das kann man übersehen. Ja, es hat bei Herr der Ringe vielleicht irgendjemand unpassende Schuhe an. Ja, das kann man übersehen. Aber ganz ehrlich, die Tatsache, dass Scarlett Johansson in diesen Koffer schaut und sagt, das ist Pulver, heißt entweder, dass Scarlett Johansson den Unterschied zwischen Pulver und Kristall nicht kennt, in dem Sinne, das wäre der nächste Fall für den mittlerweile schon, glaube ich, 5-mal explodierten Counter, oder dass Scarlett Johansson den kompletten Film gedreht hat, ohne auch nur ein einziges Mal im selben Raum zu sein wie der Koffer mit diesem Teil, oder aber, dass es jedem absolut plumpsen Drecks egal war, was in dem Drehbuch steht, was davon Sinn macht und was sie letztendlich auf die Leinwand kotzen. Und ganz ehrlich, wenn ich mir diese Zählung so anschaue,
Option A, nope. Option B, nope. Ja, genau, das quasi war offensichtlich die Message der Filmemacher an den Zuschauer in diesem Fall. Lucy und drei Männern werden jetzt diese Drogen in den Körper hinein operiert. Warum natürlich bei einer neuartigen, den Zöllnern komplett unbekannten Droge derartige Schmuggelkonzepte entworfen werden müssen, ist mir nicht so klar. Nicht, dass das Teil irgendwie ansatzweise bei einer Kontrolle auffallen könnte, beziehungsweise irgendwelche Spürhunde drauf anspringen könnten. Theoretisch müsste man das Ganze ja nur in irgendeine Packung Kristallzucker einfüllen und die Sache wäre erledigt gewesen. Auf jeden Fall hat Chow offensichtlich die cleversten Schergen gefunden, die man in ganz Taiwan/Korea finden hat können, weil einer Lucy in den Magen tritt und dadurch plätzt dieses Drogenpäckchen auf und seine Dummheit kennt in dem Fall wirklich kein Limit. Die Szene übrigens, wo die Drogen dann zu wirken beginnen, ist echt lustig, so eine Art Nightmare on Elm Street meets der letzte Exorzismus, beziehungsweise für mich natürlich die perfekte Möglichkeit, eine kleine Reference an Lucy in the Sky with Diamonds anzubringen, aber ganz ehrlich, wie kann eine Droge Lucy in dieser Zelle an der Decke fliegen lassen, wie am Anfang von Nightmare on Elm Street? Und ganz ehrlich, und das ist jetzt der Killer-Moment des Films. Und im Ernst, wie ich mir Lucy angesehen habe, ich hatte nicht vor, dass mir dabei der Kragen platzt, ganz ehrlich, weil ich hatte keine Stimme, ich hatte keinen Kragen, der irgendwie platzen hätte können. Nein, ich wollte den Film ernst nehmen, ich wollte mit dem Film Spaß haben und einfach an nichts denken. Am Anfang schon, als diese Mausefallen-Szene gekommen ist, dachte ich mir... Aber ganz ehrlich, intellektuell hochwertiges Kino hatte ich von Luc Besson zu einem gewissen Grad auch nicht erwartet, aber dann kam die Szene. Und das war die Szene, wo ich gesagt habe, gut, aus, Pause drücken, Notizen machen, das wird die vierte Episode. Und obwohl ich versprochen habe, dass Route City die Nummer 4 wird, es ging einfach nicht. Diese Szene hat mich derartig in Rage versetzt und das müssen wir ganz kurz aufarbeiten, weil es geht um das reine Konzept des Films. Was sagt das Konzept von Lucy? Wir Menschen verwenden 10% unseres Gehirns. Und was würde passieren, wenn wir mehr verwenden? Und dafür gibt es jetzt quasi ähnlich wie in Ohne Limit mit Bradley Cooper diese Droge, die dafür sorgt, dass wir offensichtlich mehr von unserem Gehirn verwenden könnten. Hätte man beim kreativen Prozess hinter dem Film brauchen können, aber egal. Das heißt, was durch diese Droge grundsätzlich passieren sollte, ist, dass unser Gehirn leistungsfähiger wird. Sprich, dass alle Möglichkeiten und Fähigkeiten, die unser Gehirn hat, schneller abgerufen werden können, mehr Operationen gleichzeitig durchgeführt werden können. Quasi wie wenn man bei einem Laptop von 256 MB RAM auf 8 GB upgradet. Ähnlich so würde ich mir das Ganze vorstellen. Aber ich habe noch nie einen Laptop erlebt, der nach einem CPU-Upgrade plötzlich fliegen kann! Wie? Und selbst wenn man irgendwie sagt, aha, sie kann plötzlich Sachen anwenden, die sie im Fernsehen irgendwann einmal gesehen hat, kann sie dann auch mit Flipper und mit Lassie kommunizieren in deren Muttersprache? Ich weiß es nicht. Auf jeden Fall, selbst wenn sie plötzlich Auto fahren, kämpfen, schießen, fliegen, irgendwas können sollte. Man merke, in der vorigen Liste hat eines nicht dazu gepasst. Ja, Waffen zusammenbauen, abfeuern, Martial Arts Kämpfe. Wahrscheinlich braucht sie mittlerweile nicht mehr nur so wie E.T. ein Buch lesen, sondern einfach nur sich einen Jackie Chan Film anschauen und gewinnt die nächsten Martial Arts Wettbewerbe gegen Iko Uwes und Tony Ja mit Bravour. Aber fliegen! Wie kann ein Mensch fliegen? Ich meine, ich kann mir gut vorstellen, wie ein Mensch glaubt, dass er fliegen kann, aber tatsächlich an der Decke kleben. Ich meine, dass der näherste Mensch, der wahrscheinlich dazu jemals gekommen ist, alleine durch den Antrieb seines Gehirns an der Decke zu kleben, war ich, als diese Szene über meinen Bildschirm geflimmert ist. Hallo! Und ganz ehrlich, hier... Ich meine, ich weiß, ich verletze mich grundsätzlich in den Videos in letzter Zeit immer absolut schwer, aber
Facepalm! So hard! Gut, könnte natürlich auch daran liegen, wenn man nicht gerade gehen kann, aber lassen wir das! Was soll das? Ich kann also fliegen! Durch die Macht ihres Gehirns! Ich glaube, das Gehirn ist als erstes rausgeflogen und hat sich verabschiedet und hat gesagt, ich mach lieber in einem einzigen Jahr zwei Planes-Filme, weil Cars war ja schon so ein großartiges Meisterwerk, dass wir unser Publikum noch mit viel mehr von diesem Dreck zumüllen müssen. Nein! Okay. Es ist schwer für uns, ich weiß, aber wir müssen uns jetzt ganz kurz einmal über diesen Fakt hinwegsetzen. Wir können ihn gerne zum imaginären Counter dazusetzen, aber ich denke mir, wenn wir jetzt weiter an diese Sache denken, dass sie fliegen kann, dann wird dieses Review noch länger. Auf jeden Fall, wir haben uns bereits damit angefreundet, dass sie plötzlich kämpfen und schießen kann, weil ganz ehrlich, im Vergleich zu der Flugsache ist es alles harmlos, ganz im Ernst. Wenn dann noch Luc Besson meint, dass quasi Lucy eine Mischung aus Leo, Inception und 2001 A Space Odyssey ist, dann ganz ehrlich, will ich gar nichts mehr wissen. Für mich ist der Film im Endeffekt wahrscheinlich eher eine Mischung aus Return to Class of Newcomb High, Alien, Predator und was könnten wir zu dem Mix noch dazu fügen? Ihr Planet der Affen könnte ganz gut hineinpassen. Tim Burtons Planet der Affen. Auf jeden Fall ist sie außerdem durch die Einwirkung von dieser Substanz ein komplett anderer Mensch mit anderen Gefühlen, beziehungsweise mit gar keinen Gefühlen mehr. Eine komplett kaltblütige Person, die Fachbegriffe kennt und kann, die sie wahrscheinlich trotzdem in ihrem Leben nie zuvor gehört hat. Also ich kann mir irgendwie keine Situation vorstellen, wie man als normalsterbliche Person über derartige Begrifflichkeiten stolpert. Aber lassen wir das auf jeden Fall. Sie kann Erinnerungen abrufen aus einer Zeit ihrer Kindheit, wo man durch zahlreiche Forschungen weiß, dass das Gehirn noch gar nicht einmal ansatzweise etwas abspeichern kann. Also nicht nur, dass sie... Nein, ganz ehrlich, das ist immer noch nicht so schlimm wie das Fliegen. Lassen wir das. Sie kann aber sogar elektrische Geräte durch ihre Gedanken bedienen. Und ich muss eines zugeben, wenn ich meine Notizen... Ich muss jetzt ganz kurz meinen Laptop drehen und euch das zeigen. In meinen Notizen ist dieser Punkt... Sie kann elektrische Geräte mit ihren Gedanken bedienen, sogar in Großbuchstaben geschrieben, im Sinne von What the flying? Und da haben wir dann wieder das goldene Stichwort. Damals, als ich mir den Film angesehen habe, dachte ich mir, wie hat sie sich auf die Heisenbergsche Jessie-Diät irgendein Bluetooth-Device in ihre restlichen 90% hinein operiert? Aber jetzt, wenn ich das Ganze lese, es ist immer noch weniger, als dass sie fliegen kann! Und sie weiß halt, wo der Stift von einem Polizisten liegt, was sie... Selbst wenn es darum geht, dass sie plötzlich mit ihrem Gehirn mehr oder weniger alles kann, nicht können dürfte, weil wie soll sie plötzlich zu irgendwelchen telepathischen Fähigkeiten kommen? Wir schauen Lucy und nicht Carrie. Aber wurscht. Sydney auf jeden Fall bricht mittlerweile aus Mr. Chows Gefängnis aus, kann eben plötzlich kämpfen und schießen, lässt sich dann von irgendwelchen Ärzten diese Drogen extrahieren, die natürlich überhaupt kein Interesse daran haben, die Polizei zu informieren, weil irgendwie im Körper von einer Person versteckte Drogenpakete sicherlich nicht irgendwie gefährlich sind. Und ich weiß, dass ich vorher gesagt habe, ach, das braucht man ja gar nicht wirklich schmuggeln, weil das erkennt keiner. Ich denke mir mal, sobald blaue Kristalle im Körper von irgendeiner Person eingenäht sind, ist das schon einmal relativ gut genug, um bei einem Arzt die Alarmglocken schrillen zu lassen. Auf jeden Fall kehrt dann Lucy zurück zu Mr. Chow, er schießt dort alle, befestigt Chow mit Messern an einem Sessel und der Cinema-Snob in mir würde wahrscheinlich an der Stelle da sitzen und sagen, das ist nur dann in Ordnung, wenn man das mit Essstäbchen macht.
Auf jeden Fall ist sie wirklich super schlau. Das haben wir ja mittlerweile auch schon geklärt, dass sie von 10% Gehirnnutzung auf 100% geschossen ist, mehr oder weniger, beziehungsweise vielleicht jetzt überhaupt noch erst einmal bei 50 ist. Ich weiß es nicht. Ich denke mir bei dieser Gehirnnutzung immer nur so ein kleines 0, davor. Das hilft meistens, aber sie ist definitiv super schlau und weiß deswegen, dass wenn man es sich mit einem internationalen Drogen- und Gangsterboss anlegt, man dessen Henchmen dezimiert, von denen er wahrscheinlich pro Minute 200 neue rekrutieren könnte, sowie Leute, die die Dying Light Companion App etwas besser spielen, und dann lässt sie aber den Obergangsterboss am Leben? Nicht, dass der vielleicht irgendwie Interesse dran hätte, sich dezent an ihr zu rächen für das, was ihm widerfahren ist. Aber lassen wir das. Sie erfährt in der Zwischenzeit dann, wo die anderen Drogenkuriere sind, kann natürlich über einen Fernseher auch telepathisch mit Morgan Freeman kommunizieren. Warum habe ich das nicht fett geschrieben? Auf jeden Fall, Morgan Freemans Auftritt in dem Film ist für mich aus einem ganz bestimmten Grund besonders spannend und interessant. Man darf nicht vergessen, Morgan Freeman ist die Person, die in einem Film bereits Gott gespielt hat und jetzt in einem Film mitspielt, bei dem man permanent nur sagen kann, oh Gott. Black Widow, Lucy, ruft dann wieder mal den Polizisten an und selbstverständlich reichen die Informationen, die sie ihm gibt, dein Stift liegt links von deiner Hand. Ich habe 30 Stifte, die überall liegen. Woher wusste sie das? Nein, auf jeden Fall reicht das für einen internationalen Einsatz. Die anderen Kuriere werden alle festgenommen. Und wir sind wieder an einem Punkt angekommen, wo, finde ich, dieser Counter ein dezentes Feuerwerk hinlegen müsste. Weil wir befinden uns in einem Film, den Luc Besson offensichtlich für die geistige Elite seiner Fans gemacht hat, für beide offensichtlich, aber wir befinden uns in einem pseudo-intellektuellen Science-Fiction-Film über wissenschaftliche Phänomene, bei denen es tatsächlich notwendig ist, unten einzublenden: Berlin, Deutschland oder Paris, Frankreich oder Rom, Italien. Wahnsinn! Ganz ehrlich, dass die Leute, die den Film gemacht haben, das zumindest hinbekommen haben, finde ich wahnsinnig spannend. Immerhin musste man da nicht genauer hinschauen, ob man jetzt Pulver oder Kristalle vor sich hat oder was auch immer. Na gut, wir können jetzt natürlich auch noch daran denken, dass selbst wenn in Frankreich, in Deutschland irgendjemand verhaftet wird und die mit Frankreich gut zusammenarbeiten, das Ganze bis zur Auslieferung natürlich schon die ein oder andere Woche und den ein oder anderen Termin mit dem Anwalt bedeuten könnte. Aber wurscht, in Berlin, Deutschland wird jemand festgenommen und binnen 5 Minuten einfach nach Paris, Frankreich überstellt. Na, auch spannend. Lucy befindet sich dann im Flugzeug. Ihre schnellere Hirnaktivität sorgt jetzt übrigens dafür, dass sie permanent auf 2 Laptops in Tip-Top-Geschwindigkeit tippen kann. Nämlich quasi Top-Tippen. Das ist echt tip-top. Aber eine klitzekleine Kleinigkeit an der Stelle wiederum eingebracht. Wenn jetzt also diese Droge dafür sorgt, dass ihr Gehirn schneller funktioniert, welche zweite alternative Droge hat sie dafür eingeworfen, dass ihre Muskeln und ihre Finger sich schneller bewegen können, damit sie das, was sie sieht, auch schneller eintippen kann? Außerdem, finde ich, ist in dem Fall noch eine alternative dritte digitale Droge notwendig, damit der Laptop ihre Tastenanschläge in der Geschwindigkeit überhaupt ansatzweise verarbeiten kann. Aber lassen wir das, nachdem sie offensichtlich telepathische Fähigkeiten hat, kann sie womöglich auch dem Acer, der vor ihr steht, ein paar Prozent von ihrer Gehirnleistung abgeben und damit könnte man unter Umständen vielleicht sogar sorgen, dass die PlayStation 4 aktuell rund läuft. Wo gibt's dieses CPH4? Egal,
Auf jeden Fall ist Lucy mittlerweile dann offensichtlich ein klitzekleines bisschen verunsichert oder überarbeitet mit ihrer zerebralen Überleistung, was man eben von der Produktionscrew hinter dem Film wahrscheinlich nicht behaupten könnte. Die Wirkung der Drogen lässt auf jeden Fall nach. Sie verwandelt sich daraufhin am Flugzeugklo in den Ghost Rider, nimmt natürlich den nächsten Kilo von diesen Drogen zu sich und ist daraufhin plötzlich wieder geheilt. Die Szene sah tatsächlich so aus, wie als sich Nicolas Cage in den feurigen Rächer auf dem Motorrad verwandelt, weil plötzlich ihre Arme und ihr Gesicht komplett verbrennen, verschmoren, sich auflösen, sonst irgendwas. Und sobald sie quasi das Anti-Indiana Jones Elixier eingenommen hat, ist ihre Haut wieder intakt, so als wäre vorher nie etwas gewesen. Sprich, dass wir in diesen anderen 90% unserer Gehirnleistung offensichtlich auch die Fähigkeit zur Selbstheilung verstecken. Das ist natürlich ganz besonders spannend, vor allem weil wir an der Stelle natürlich auch daran denken müssen, dass das allererste Organ, das natürlich von einem derartigen Verfall betroffen wäre, das ist, das durch den Konsum dieser Drogen zu seiner Überleistung gebracht wird, sprich das, was ihr als erstes aus den Ohren rausbröseln hätte sollen, wäre das Gehirn gewesen und wie das zerbröselte Gehirn dann sich selbst und den Rest des Körpers regeneriert hat, das können wir am besten die Drehbuchautoren von Edge of Tomorrow fragen, weil die haben wahrscheinlich mit vergleichbaren Plot-Twists auch schon die ein oder andere Erfahrung sammeln können dürfen müssen. Für Lucy ist diese permanent überstrapazierte CPU auf jeden Fall kein nennenswertes Problem gewesen. Was allerdings sehr wohl der Fall ist, ist spannend, wie, ich will jetzt nicht sagen, clever sich Lucy in diesem Film verhält, aber wie sehr man dem Zuschauer quasi eintrichtern will, wie viel sie von ihrem Gehirn eigentlich gerade verwendet und dabei im Kontrast andere Leute stehen, die das offensichtlich so gar nicht können, weil die ganzen Flugbegleiter stehen vor dieser Klotür, hämmern dagegen und schreien quasi Wilma, Lucy und wissen offensichtlich aus ihrer zweitägigen Stewardessenschule nicht mehr, dass man aus Sicherheitsgründen das Flugzeugklo relativ einfach und problemlos von außen öffnen kann. Aber wurscht, muss ja nicht jeder Air Force One gesehen haben. Dann wacht Lucy im Spital wieder auf. Dort bricht dann ihre übermenschliche Kraft noch weiter aus. Und ja, ich habe das gerade gesagt, es wird noch wilder. Sie kann natürlich eine komplette Polizeieinheit dezimieren und niedermähen, was allerdings gar nicht einmal der Punkt von der Szene ist, der mich am meisten stört. Am ehesten ärgert mich dann im Zusammenhang noch daran, dass es, glaube ich, genau 5 Filmminuten dauert, bis dann der Polizist, mit dem sie vorher telefoniert hat, wieder mit ihr zusammenarbeitet. Was? Du hast gerade meine ganze Einheit zerstört. Familienväter. Freunde, Leute, die 2 Tage vor ihrer Pensionierung standen oder gerade frisch von der Polizeischule kamen oder Leute, die die Polizeischule so spät gemacht haben, dass sie gleichzeitig vor 2 Tagen von der Polizeischule gekommen sind und in 2 Wochen wieder in Pension gehen und jetzt sind sie tot, weil du sie mit deinen überdimensionalen, drogeninduzierten, telepathischen Superkräften, Verzeihung, mir rinnt gerade das Hirn bei der Nase raus, getötet hast. Sag, hast du Hunger? Ich weiß es nicht. Auf jeden Fall kommen sie relativ schnell wieder auf einen grünen Zweig, arbeiten dann offensichtlich weiter zusammen und plötzlich kann dann Lucy auch Auto fahren. Ganz besonders schnell Auto fahren. Wobei ich in dem Fall natürlich dazu sagen kann, dass wenn ihr Gehirn jetzt plötzlich alles viel besser verarbeiten kann, ist diese Autofahrszene wahrscheinlich handlungstechnisch noch eine der am besten zu verstehenden und erklärendsten an dem ganzen Film, weil immerhin hat sie möglicherweise irgendeinen Fast and the Furious Teil gesehen, beziehungsweise einmal für 5 Minuten Drive Club gespielt in einer der 5 Minuten, wo es irgendwie möglich war, dieses Spiel zu spielen und konnte deswegen das Auto relativ schnell bedienen. Dass es natürlich ein gewisser Glücksfaktor ist, dass auch alle anderen Verkehrsteilnehmer in ganz Paris offensichtlich auf ihre geisteskranke Fahrweise Rücksicht nehmen und ihr niemand reinfährt oder ansatzweise im Weg steht, ist natürlich eine andere Sache, dass sie mit ihrem Gehirn plötzlich irgendwelche Wegbegrenzungen und Sicherheitspfosten bedienen kann, wie Aiden Pierce in Watch Dogs mit seinem Handy, ist eine komplett andere Sache, aber
ist eine Möglichkeit, wie diese Szene zu interpretieren ist. Andererseits könnte man natürlich auch sagen, oder aber, Lucy kann überhaupt nicht Auto fahren. Sie kann womöglich einfach nur vor einer Greenscreen parken und warten, bis Luc Besson irgendwelche Aufnahmen oder Stock-Footage an ihr vorbeikurbelt, weil es gibt leider die ein oder andere Kleinigkeit in dieser Szene, die nicht so ganz in die Continuity passt. Erstens beispielsweise die Tatsache, dass am Armaturenbrett des Autos relativ deutlich zu sehen ist, dass sich das Auto in Parkstellung befindet. Außerdem sieht man in anderen Aufnahmen relativ deutlich den Stuntfahrer mit Hut, den ich auch relativ witzig finde. Außerdem, kommt immer noch nicht hinweg über diese Szene, wo Lucy im Krankenhaus die Leute mit Hilfe ihrer telepathischen Fähigkeiten fliegen hat lassen. Normal, in einem vergleichbaren Science-Fiction-Film, keine Ahnung was, würde ich jetzt sagen, ja, das ist dumm, aber sieht wahnsinnig cool aus. In Lucy muss ich ganz ehrlich sagen, das ist dumm und sieht auch unglaublich dumm aus. Aua! Lucy trifft jetzt dann Morgan Freeman und die anderen Wissenschaftler, die er geholt hat. Offensichtlich ist Luc Besson in Bezug auf wissenschaftliche und moderne Technologien so gut bewandert, dass er nicht einmal weiß, welchen Klang ein Handy von sich gibt, wenn man auflegt, nämlich nicht das klassische Tüt-Tüt-Tüt eines Festnetztelefons. Aber egal, natürlich hat auch niemand von den anderen Wissenschaftlern, die Morgan Freeman eingeweiht hat, ansatzweise den Plan gefasst, hey, ich könnte die Presse oder sonst irgendjemanden einschalten beziehungsweise schnell einen Blogartikel im Internet drüber verfassen, weil damit werde ich so berühmt wie niemand jemals zuvor. Aber Nobelpreise und so weiter dürften für diese Wissenschaftler einfach nur zweitrangig gewesen sein. Lucy demonstriert jetzt den Wissenschaftlern ihre Fähigkeiten. Und zwar kann sie tatsächlich ihren kompletten Körper ummodellieren in irgendeine schöne schwarze magnetische Masse. Da hat Luc Besson wahrscheinlich irgendein YouTube-Video darüber gesehen und wollte das unbedingt in den Film hineinbringen. Vor allem, was ich so toll finde, ist, wie schnell sie sich da umwandeln und wandeln kann, schneller als das natürliche Zellwachstum eines Menschen ansatzweise vonstatten gehen kann. Selbst würde man es um die zehnfache, zehnmal beschleunigen mit dem zehnmal mehr aktiveren Gehirn. Außerdem frage ich mich an der Stelle natürlich, wieso das eine Fähigkeit und Fertigkeit ist, die Lucy genau bei dieser einen Demonstration anwendet und die sie vorher noch nie zu ihrem Nutzen genutzt hat. Weil ganz ehrlich, wenn sogar Johnny Depp in Transcendence es geschafft hat, quasi sich dann als digitaler Samen auf der Welt zu verteilen, was dort schon wahnsinnig dämlich war, hätte Lucy das mehr oder weniger auch machen können, um sich beispielsweise die ein oder andere Konfrontation mit Charles Manson zu ersparen, beziehungsweise auch eine möglicherweise gefährliche Fahrtszene durch Paris zu ersparen. Aber lassen wir das. Während sie diese Demonstration durchführt, steht natürlich der Polizist mit seiner Einheit Wache vor dem Raum in der Universität. Nicht, dass er diesen Einsatz ansatzweise mit seinem Chef oder Vorgesetzten absprechen hätte müssen. Nicht, dass der ansatzweise vielleicht etwas dagegen haben hätte können, derjenigen Person zu helfen, die eben eine komplette Einheit vorher dezimiert hat und mehr oder weniger wahrscheinlich zu einem der Number One Most Wanted Schwerverbrecher in ganz Frankreich zählen könnte. Aber lassen wir das, weil während dieser Demonstration nimmt jetzt Lucy die nächste Menge an Drogen zu sich. Und spannend finde ich übrigens, dass wie dieser Koffer geöffnet wird, zu sehen ist, dass noch 3,5 Päckchen von diesem Pulver zu sehen sind, obwohl eigentlich ein Päckchen komplett vernichtet sein müsste. Also die eine Hälfte von Lucys Päckchen ist ja quasi in ihren Körper gegangen, als das Päckchen im Gefängnis aufgeplatzt ist. Die andere Hälfte hat sie dann im Flugzeug inhaliert. Und wenn ich jetzt ganz ehrlich daran denke, dass eines von diesen Päckchen ungefähr 1 Kilo schwer sein dürfte, hat sie also 1 Kilo von diesen Drogen in sich. Wie effektiv ist dieses Zeug, beziehungsweise was für einen Marktwert hat das, dass man 1,5 Kilo davon sich irgendwie intravenös einflößen muss, damit man ansatzweise zu irgendeiner Wirkung kommt. Teilweise habe ich das Gefühl, das könnte die einzige Droge sein, die billiger ist im Endeffekt als Red Bull. Auf jeden Fall wird jetzt diese Droge in Wasser aufgelöst und ihr tatsächlich intravenös verpasst, wobei
Ich mich natürlich an der Stelle frage, ist, wie die Wissenschaftler wissen, dass diese Droge auf diese Art und Weise funktionieren könnte. Auf jeden Fall breitet sich Lucys Körper jetzt weiter aus und verschlingt alles wichtige Computer-Equipment in dem ganzen Raum. Alle Computer, alle Server, alle Kopierer. Was will sie mit einem Kopierer? Das Einzige, was sie darauf wahrscheinlich findet, auf den Memory Sticks, sind irgendwelche verstörenden Bilder von Wissenschaftlern, die im Suff ihren Hintern kopiert haben. Aber dadurch, dass sie jetzt die Computer verschlungen hat, kann Lucy in der Zeit zurückreisen. Ja, ich hab nichts mehr. Also, ganz ehrlich, mittlerweile ist nicht nur der Kerl explodiert, sondern auch bei mir geht's gleich badaboom, weil, ich meine, ich war schon einer derjenigen, der bei der 5. Staffel von Lost da gesessen ist und quasi wie in der coolen Schleichmission in Saints Row 4 ich das WTF über der Stirn stehen hatte, aber was? Auf jeden Fall reist sie zurück. Zum Anbeginn des Universums trifft auf Dinosaurier und trifft dann auf Lucy. Und ich weiß nicht, inwiefern ihr euch quasi mit der Herkunftsforschung der Menschheit auskennt, aber Lucy ist eigentlich ein relativ bekannter Begriff. Lucy wird quasi eines der, das älteste menschliche Skelett bezeichnet, das angeblich so ungefähr 3,2 Millionen Jahre alt sein soll und von einigen Wissenschaftlern als der Missing Link von der Evolution vom Affen zum Menschen gesehen wird. Ein ganz, ganz wichtiger Fund und sie trifft sie natürlich, weil sie auch Lucy heißt und das Ganze war ähnlich wenig aufgelegt wie die Mausefalle am Anfang des Films. Und ganz ehrlich, ich dachte damals schon, als ich Stanley Kubricks 2001 A Space Odyssey gesehen habe, in der ersten halben Stunde, dass ich Planet der Affen schaue. Aber wenn ich jetzt so zum Ende von Lucy komme, dann denke ich hier eher, dass das Drehbuch am Planet der Affen gefunden wurde. Erinnert ihr euch noch irgendwie an diese, was könnte man sagen, diese wissenschaftliche Theorie, würde man 1000 Affen für 1000 Jahre in einen Raum sperren, dann kommt dabei entweder der größte Müll aller Zeiten raus oder ein neuer Shakespeare. Und ich denke mir, wenn man 9 Affen für 9 Jahre in einen Raum sperrt, könnte man womöglich das Drehbuch zu Lucy erhalten. Oder den nächsten Shakespeare. Auf jeden Fall, was mir an der Szene auch dann noch relativ stört, ist die Ordnung. Sie reist in der Zeit zurück. Das heißt, sie hätte Lucy treffen müssen, bevor sie zu den Dinosauriern kommt. Natürlich macht so dramaturgisch mehr Sinn, aber handlungstechnisch ist es absolut Blödsinn. Aber gut, wir können auch nicht dran denken, dass Rechnen wirklich eine Stärke von einem Film ist, der Kristalle von Pulver nicht unterscheiden kann. Oder generell, ihr wisst schon, Recherche, weil sonst könnte man natürlich auch wissen, dass wenn man eine Rückblende zu New York City bringt, man dort vielleicht einen tatsächlich dort ansässigen Indianerstamm nehmen könnte, beziehungsweise auch bedenken, dass die Pferde, die sie in der Szene reiten, von den Europäern wesentlich später gebracht wurden und die damals dort eingeborenen Indianerstämme gar keine Pferde beritten haben. Aber lassen wir das, die Moral von der Geschichte, ein Hirn hat man oder nicht. Und dabei ist es, finde ich, vollkommen egal, ob man es jetzt zu 10% oder zu 100% nützt, weil 100% von 0 ist einfach immer noch 0. Blöd an der Stelle übrigens, dass Lucy Mr. Chow nicht gekillt hat, weil der vernichtet jetzt quasi im Alleingang mehr oder weniger sämtliche Polizisten, kommt dann in den Raum, will Lucy erschießen, aber plötzlich ist sie weg, weil die Fähigkeit zur Teleportation offensichtlich auch in diesen anderen ungenützten 90% unseres Gehirns versteckt ist. Es tut mir langsam wirklich weh. Auf jeden Fall kommt der Polizist rein, erschießt Mr. Chow, pumpt dabei ein komplettes Magazin in seinen Körper, nicht, dass man das irgendwie von einem Vorgesetzten nachher womöglich ein klitzekleines bisschen argumentieren wird müssen. Das Ende auf jeden Fall
bis das dann der Polizist selbstverständlich vor irgendeinem Untersuchungsausschuss landen wird. Aber das ist uns komplett egal, weil ganz ehrlich, wir haben nur mehr 2 Minuten übrig und wir haben den Film bald hinter uns gebracht. Yippie-ki-yay, Schweinebacke. Am Ende ist Lucy auf jeden Fall eine Art Supercomputer wie Transcendence. Das einzig Interessante ist der Unterschied zwischen Transcendence und Lucy ist meiner Meinung nach, dass wir bei Lucy keine schlecht spielende Ehefrau brauchen, um einen miserablen weiblichen Hauptcharakter zu haben. Den Part hat Scarlett Johansson mit Bravour schon selbst gemeistert. Auf jeden Fall, was mich da noch etwas wundert, ist, Scarlett ist dann offensichtlich am Ende überall durch diesen Supercomputer, kann auf alles zugreifen, ist definitiv in der ganzen Welt vertreten, mehr oder weniger, braucht aber trotzdem einen Twilight-artigen Glitzer-USB-Stick, den sie dann diesen Wissenschaftlern schenken kann. Ich meine, ganz ehrlich, was ist auf diesem glitzernden, widerwärtigen Swarovski-Teil drauf? Das komplette Wissen der Menschheit? Ich meine, ganz ehrlich, ich habe mittlerweile schon einen 128 GB USB-Stick, aber ich denke mir, dass dieses Speichervolumen womöglich ein klitzekleines bisschen knapp werden könnte für die komplette Menschheitsgeschichte. Zumindest, und eines muss man Lucy auf jeden Fall zugute halten, der Film war nicht so langweilig wie Transcendence. Gott, wie viel lieber es mir gewesen wäre, wenn er einfach langweilig gewesen wäre. Aber natürlich kommt Lucy nicht aus ohne eine wahnsinnig clevere Offscreen-Erzählung am Ende, weil wir hören wieder Scarlett Johansons Stimme, passend wie am Anfang des Films. Vor 1 Milliarde Jahren wurde uns das Leben geschenkt. Oder vor 4,4 Milliarden Jahren. Es ist ja nicht so, dass der Film selbst zurückgereist ist zu einer Lucy, die weitaus älter ist als 3,2 Jahre, aber dazu hätte man nachdenken müssen. Egal. Das Leben wurde uns vor 1 Milliarde Jahren geschenkt. Macht etwas draus. Genau, beginnt beispielsweise damit, eure Zeit nicht mit Müll wie Lucy zu verschwenden. Ganz im Ernst, ich hasse Lucy und ich bin einfach nur froh, dass ich diesen Schrottfilm endlich hinter mir habe. Und ich mache jetzt an der Stelle etwas, das ich nie gedacht habe, dass ich jemals machen würde. Ich schummel bei einer meiner Top- und Flop-10-Listen. Ja, ich weiß, für meine Statistik ist Lucy im Jahr 2015 erschienen und wird definitiv einen sehr prominenten Spot auf meiner Flop-10-Liste des Jahres bekommen. Aber ganz ehrlich, mir ist das nicht genug. Es reicht mir nicht. Oh nein, Lucy hat sich noch ein wesentlich schlimmeres Schicksal verdient. Ich werde jetzt nämlich rückwirkend meine Flop-10-Liste des Jahres 2014 ändern, damit ich einen Platz für Lucy habe. Schauen wir mal nach, was wir hier haben. Platz 1, Return to Nukem High. Das bleibt. Platz 2, Scary Movie 5. Ja, also ganz ehrlich, wenn ich dran denken muss, an die Schmerzen, die ich von Scary Movie 5 hatte und an die von Lucy, haben wir also ab sofort die neue Top 3 der Flop 10 Liste des Jahres 2014. Nummer 3 Scary Movie 5, Nummer 2 Lucy und Nummer 1 Return to Class of Nukem High Volume 1. Wobei ich damit rechne, dass wir sowohl Lucy als womöglich auch die Class of Nukem High bei der Flop 10 Liste 2015 wieder sehen. Damit ist leider Last Vegas aus der Liste gefallen, aber der Film war mir eben mehr oder weniger nur egal. Und wir haben außerdem mit Lucy und Under the Skin 2 Filme mit Scarlett Johansson in der Flop 10 und ganz ehrlich, absolut verdient. Scarlett hat bereits bei Under the Skin in meinen Augen grottenschlecht gespielt, war auch in Lucy eine unerträglich schlechte Hauptdarstellerin, die einfach komplett charakterlos und ohne Charisma aufgetreten ist. Ähnlich wie Mila Jovovich in Das fünfte Element, nur mit dem kleinen Unterschied, dass es dort in die Handlung gepasst hat und hier einfach nur kalt und seelenlos und uninteressant war. Im Endeffekt Lucy ein cinematografisches Ärgernis, das ich am liebsten so schnell wie möglich vergessen hätte, was mir allerdings leider nicht gelungen ist. In diesem Sinne, wenn ihr eine Möglichkeit habt, euch Route City anzuschauen oder Frankenstein's Army oder Alien Predator, tut das und lasst Lucy liegen. Weil ganz ehrlich, don't do drugs. Never do drugs. More importantly,
never watch horrible, horrible movies. I'm out.